Ja, hi Leute. Ich sitze gerade im Auto und bin auf dem Weg zu Matthias. Bevor ich euch erzähle, was ich da mache, wollte ich mich aber erstmal bedanken für über 4000 Abonnenten. Seit dem letzten Video sind es, glaube ich, 4100 Abonnenten und das finde ich für einen Kanal wie meinen, der eigentlich kein, ja, ich bin ja eigentlich kein richtiger YouTuber. Ich mache nur ab und zu mal so ein Video, wenn bei mir was Neues ansteht. Und dafür über 4000 Abonnenten finde ich schon richtig cool, richtig krass und sage danke, danke, danke an jeden einzelnen Abonnenten. Und ja, was gibt's sonst noch? Heute habe ich Urlaub und habe so einen richtig schönen Aquaristiktag, denn heute Morgen habe ich ein Paket bekommen von Aquahaus Gauss, habe nämlich für mein 720 Liter Becken nochmal eine neue Art bestellt und noch eine andere Art ein bisschen aufgestockt um drei Weiber. Welche das konkret sind, zeige ich euch nachher noch am Ende des Videos. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu Matthias, den habe ich auf Facebook kennengelernt in der Malawi-Gruppe Malawi Aquaristik Naturnah angelehnt, ich glaube so heißt die. Die wird von dem Florian betrieben, der auch Malawi-Guru macht. Kennt sicherlich jeder von euch. Und wer bei Facebook ist, aber noch nicht in der Gruppe ist, kann ich euch nur empfehlen, da unbedingt reinzukommen. Und ja, wie gesagt, der Matthias, der war schon mal, der ist logischerweise auch aus Berlin und der war auch bei mir schon mal zu Hause, hat sich mein Becken angeguckt und hat mich eingeladen, dass ich mir auch mal sein Aquarium angucke, denn der hat natürlich auch Malawi-Buntbarsche zu Hause. Weiß schon in etwa, was er für einen Besatz hat und weiß auch, dass er das Aquarium mit Lavastein eingerichtet hat. Aber wie das alles ganz konkret aussieht, kenne ich nur von Fotos und bin da echt gespannt drauf. Und außerdem hat Matthias mich auch noch auf vegane Burger eingeladen, die total lecker sein sollen. Und ja, vegan und lecker, ja, bin ein bisschen skeptisch. Schauen wir mal. Aber da bin ich jetzt auf dem Weg hin und werde da ein paar Aufnahmen machen und ja, lasse euch natürlich dran teilhaben. Also, wir haben einmal denn die Metria Klima Estere Red Red Minos Reef. Dann haben wir die total geil orange sind, aber leider auf meinem Handy total gelb aussehen. Dann haben wir die gleiche Sorte nochmal als MCOB in klein. Die werden noch wachsen. Dann haben wir die Shundongo Sokolofi, das sind die eisblauen. Dann haben wir die Metria Klima Fine Silvery Mizen Reef. Dann haben wir Metria Klima Grey Sharkeye Marco Cola. Dann haben wir die Labidochromis Yellow, also Caeruleus Yellow. Auch nur ein Pärchen noch und dann noch der als kleine in der Mitte, der auch nicht mehr wächst richtig. Ah, dann haben wir noch die Cyanotilapia Zebroides Red Top Lycoma. Weiß jetzt gar nicht, wie viele es ungefähr sind. Also auf jeden Fall sind es über 30, glaube ich. Und das ist vollkommen okay. Meine sind jetzt, wenn du mal berechnest, so dieser Filterschacht da hinten, also ist ja kein Filterschacht, aber dieser Schacht. Ja, aber die riesengroßen Steine, war, die nehmen natürlich auch ganz schön Volumen weg, aber Ja, so muss es halt sein. ich habe nämlich überlegt, ob man den einfach mal eine Hälfte so wegteilt, weißt du, damit man den ein bisschen weiter nach hinten rankriegt, weil du siehst ja eh nur die Front vorne. Ja. Ja, muss man bei Wasser und Steine fragen. Denk mal, die schneiden die so ein Ding auch durch. Also nehme ich die Kreissäge von meinem Vater. Ja, oder so. Aber ich lasse die jetzt erstmal sich eingewöhnen da drin. Und dann ist doch gut. Der sieht aber ziemlich geil aus. Ja, man gibt sich Mühe. Ja. Man kann die Leute nur überzeugen, wenn man das einfach mal was vormacht. Und dann sollen sie es einfach essen. Dann kannst du immer noch sagen, ob es nicht schmeckt oder schmeckt. Riecht ja schöner Dschungel. Ja, ist mal was anderes, oder? Also Pflanzenbecken lassen sich auf jeden Fall geiler füllen als Malawi-Becken. Ja, das auf jeden Fall. Da, guck mal, ich habe jetzt hier, was habe ich drin? Ich habe die Anubias hier, die kleinen, die Nana. Dann habe ich hier die große Anubias, die ich geschenkt gekriegt. Dann habe ich hier verschiedene Moossorten gekauft. Die, meine, hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so extrem, ne, wächst. Ja, vor allem, weil so wenig Licht war. Ja, obwohl Moose. Na, dann hast du hier noch, das sind so eine Rotalas, glaube ich. Und das war's dann auch schon. Ne, und dann habe ich hier noch eine Pflanze noch drin. Und das sind. Wann das hier. Ich habe jetzt auch den Namen vergessen.
Das war's, und die wachsen alle ohne viel Licht. Ja, hier ist wie am Anfang erwähnt das Paket von Aquahaus Gauss, und in dem Paket befinden sich zwei Arten, und zwar einmal drei Weiber von Metria Clima Sobomagunga und dann nochmal 18 Metria Clima Estere Red Red Minus Reef. Und ja, die habe ich einfach nochmal dazu geholt, um den Besatz zu vervollständigen. Hatte ein bisschen Bedenken, weil es ja schon auch relativ kalt draußen ist, aber in den Styroporboxen mit einem Heatpack scheint da also wirklich nichts zu passieren. Und alle Fische sind gesund und munter bei mir angekommen. Leider bekomme ich mit meinem Handy keine schönen Aufnahmen hin. Wenn mein Zimmer hell ist, macht das Handy ganz gute Bilder, aber dann habe ich die Reflexion in der Scheibe drin. Und wenn es im Zimmer dunkel ist und ich keine Reflexion habe, dann ist die Qualität der Aufnahme aber ziemlich bescheiden, wenn ich vom Dunkel dann ins Helle des Aquariums reinfilme. Und ja, da muss ich mir mal was einfallen lassen, muss mir mal eine neue Kamera zulegen, um dann auch wirklich mal ein paar schöne Detailaufnahmen von den Fischen machen zu können. Das kann ich euch leider noch nicht bieten, aber ich denke mal, in einem der nächsten Videos habe ich dann vielleicht schon die Kamera hier geupgradet und mache dann ein paar schöne Aufnahmen, denn auch, dass ihr mal wirklich auch sehen könnt, wie toll die Fische im Aquarium rüberkommen. Gut, das war's dann erstmal für dieses Video. Danke nochmal, wie gesagt, für die ganzen Abonnenten. Freut mich total und hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dann, macht's gut, euer Bastian.